Der nächste Tagesordnungspunkt, meine Damen und Herren, beschäftigt sich mit einem größeren Mitspracherecht der Kommunen in Deutschland bei der Gesetzgebung. Und es liegt vor ein Antrag der Fraktion Die Linke, die also die Bundesrepublik, die Bundesregierung auffordert, den Kommunen in Zukunft ein verbindliches Mitspracherecht bei der Gesetzgebung einzuräumen. Der Gedanke dahinter ist, dass natürlich ein Teil der Gesetzgebung zu Lasten oder auf Kosten der Kommunen geht, zumindest über sie bestimmt. Insofern also auch die Forderung nach einem Mitspracherecht. Erster Redner in dieser Debatte ist jetzt Kerstin Kassner für die Linksfraktion. Ich bleibe bei meiner These, wenn es in diesem Hohen Hause mehr praktizierende Kommunalpolitiker gäbe, als es in der Tat sind, dann würden wir nicht nur über die Belange der Kommunen reden, sondern würden wirkungsvoll und schnell etwas für die Verbesserung der Situation tun. Und dem dient auch unser Antrag. Die Kollegen vor uns in der ersten bis fünften Legislaturperiode hatten einen Kommunalausschuss, in dem sie alle Belange, die die Kommunen betrafen, erörterten und gemeinsam Wege und Lösungen gesucht haben. Ich finde das gut, und ich sage es auch ganz deutlich, ich bin mit der jetzt praktizierten Lösung des Unterausschusses Kommunales nicht so glücklich. Ich würde mir wünschen, wir hätten einen eigenständigen Ausschuss, der ein Selbstbefassungsrecht hat und sich wirklich der Dinge, die die Kommunen betreffen, stellen kann. Das wäre mein allerwichtigster Wunsch für dieses Hohe Haus. Daran ändert auch nichts, dass 2007 das Aufgabenübertragungsverbot im Rahmen der Föderalismusreform erlassen wurde. Das ist keine wirkliche Hilfe, weil viele Dinge gar nicht bis ins Letzte erörtert werden konnten. Und daran ändert auch nichts, dass in der letzten Legislaturperiode in unsere Geschäftsordnung die Möglichkeit der Stellungnahme für kommunale Spitzenverbände eingeräumt wurde. Das reicht nicht. Es ist immer wieder auch eine Auslegungsfrage, an welcher Stelle Ihnen diese Möglichkeit eingeräumt wird. Und wir wissen auch gar nicht, in welcher Form und in welcher wirklichen Stringenz dann tatsächlich diese Stellungnahme berücksichtigt wird. Das ist zu wenig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich habe 2005 gespürt, was es bedeutet, wenn der Bundestag Gesetze erlässt. Und zwar war ich damals Landrätin auf der schönen Insel Rügen, und es wurde eingeführt SGB II, sprich Hartz IV. Vorher, bis zum Ende des Jahres 2004, betrug die Sozialhilfe für diesen Landkreis etwa 5 Millionen Euro jährlich. Danach waren wir verantwortlich für die Übernahme der Kosten der Unterkunft, und die sind von einem Jahr zum anderen auf das Dreifache explodiert. Mit einmal mussten von uns 15 Millionen Euro aufgebracht werden. Und da kann man sich vorstellen, was das für eine riesige Herausforderung ist. Das bedeutete in der Konsequenz, dass über Jahre wenige Ausgaben überhaupt noch möglich waren und dass den Gemeinden, die zu unserem Landkreis gehörte, über die Kreisumlage auch kräftig in die Tasche gegriffen werden musste. Das hieß dort wiederum auch weniger Gestaltungsspielraum, so er überhaupt noch da war. Also deshalb meine Forderung, lassen Sie die Kommunen wirklich richtig mitreden. Das würde an vielen Stellen wirklich Hilfe bedeuten. Das würde im Übrigen auch die Frage, die jetzt heiß diskutiert wird, der Zuschüsse für die Mieten also tatsächlich helfen, denn es gibt schon ein kräftiges Gegen von den kommunalen Spitzenverbänden. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben wir doch einfach nicht nötig. Wir müssen im Nachhinein anpassen, korrigieren. Und wenn wir vorher mit den Betroffenen und denen, die diese Gesetze umsetzen müssen, reden, dann werden wir auch solche Erkenntnisse gewinnen, dass uns solche Irritationen tatsächlich erspart bleiben. Ich denke, das ist auch etwas, was der hohen Würde unseres Amtes gut angemessen ist.
Ich glaube, alle Kommunalpolitiker hatten in dieser Woche Besuch vom Aktionsbündnis für die Würde unserer Städte. Dort haben uns die Kolleginnen und Kollegen ihre Situation nahegebracht. Und glauben Sie mir, die ist bedenklich. Wenn dort der Oberbürgermeister einer Stadt, ich sage jetzt nicht, es war keine ostdeutsche, äußert, dass seine Ausgaben für soziale Lasten höher sind als seine Einnahmen, liebe Kollegen, da ist doch etwas faul. Das geht nicht. Es muss die Möglichkeit gegeben werden, dass auch noch ein Spielraum bleibt, dass Politik gestalten in der Kommune tatsächlich Spaß macht, dass man Spielräume hat und dadurch natürlich auch etwas gegen die allgemeine Politikverdrossenheit tun kann, nämlich durch aktives Mittun, durch wirkliches Gestalten auf kommunaler Ebene. Das wünsche ich mir. Ich würde mir wünschen, um es ganz deutlich zu machen, dass es tatsächlich einen Schuldenschnitt gibt. Ich habe mir mal angeguckt, wie es in meiner Stadt Stralsund, für die ich gerade um das Amt des Oberbürgermeisters kämpfe, aussieht. Dort haben sich im Laufe der Jahre 100 Millionen Euro Schulden angesammelt. Das bedeutet, auf absehbare Zeit keinerlei Gestaltungsspielraum mehr. Und das macht dein Leben in so einer Stadt außerordentlich schwierig. Und es trägt natürlich auch, wie ich es vorhin erwähnte, zur Politikverdrossenheit bei. Also wir müssen dort einen Schuldenschnitt erreichen für alle Kommunen, die so gebeutelt sind. Und wir müssen neue Strategien fahren. Und das heißt zuallererst, wir setzen uns mit denjenigen, die dort die Verantwortung tragen und wissen, wie es geht, an einen Tisch und versuchen, die richtigen Lösungen zu finden. Dafür werbe ich. Bitte unterstützen Sie unseren Antrag. Vielen Dank. Kerstin Kassner war das für die Linksfraktion, die hier den Antrag ihrer Fraktion eingebracht hat. Ihre Antworten wird jetzt Tim Ostermann für die CDU-CSU-Fraktion. Das Wort hat der Kollege Dr. Tim Ostermann für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ein Blick in die Plenarprotokolle zeigt, dass dieser Antrag zum Evergreen-Repertoire der Linke-Fraktion gehört. In jeder Wahlperiode aufs Neue wird dieser Antrag ausgemottet und auf die Tagesordnung gesetzt. Quantität spricht allerdings nicht immer für Qualität, auch in diesem Fall nicht. Zunächst einmal möchte ich Ihnen in Erinnerung rufen, dass die Kommunen keine dritte staatliche Ebene darstellen. Unser Bundesstaat ist zweistufig aufgebaut. Das heißt, dass die Kommunen, wie auch das Bundesverfassungsgericht mehrfach bestätigt hat, verfassungsrechtlich Teil der Länder sind. Und daraus folgt, dass die kommunale Ebene nicht mitentscheidend in das Gesetzgebungsverfahren des Bundes einbezogen werden kann. Dies geht aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht. Denn eine solche Mitentscheidungsbefugnis wäre mit dem zweistufigen Staatsaufbau des Grundgesetzes nicht vereinbar. Gleichwohl hat der Bund den Kommunen verschiedene Möglichkeiten eingeräumt, damit diese sich in das Gesetzgebungsverfahren einbringen können, wohlgemerkt ergänzend zum Unterausschuss Kommunales. Bereits im Jahr 2012 hat der Bundestag unter der christlich-liberalen Koalition eine Verbesserung der kommunalen Mitspracherechte in den Paragraphen 69 und 70 der Geschäftsordnung des Bundestages vorgenommen. Seitdem muss den kommunalen Spitzenverbänden eine Möglichkeit zur Stellungnahme eingeräumt werden, sofern ein Ausschuss ein Gesetz berät, das wesentliche Belange der Kommunen berührt. Das ist gut und richtig. Trotz des verfassungsrechtlichen Rahmens sollte der externe Sachverstand aus den kommunalen Verbänden in den Gesetzgebungsprozess mit einfließen. Das erhöht die Akzeptanz des Gesetzes und die spätere Umsetzbarkeit in der Praxis. Des Weiteren hat die letzte Große Koalition im Zuge der Föderalismusreform im Grundgesetz ein Aufgabenübertragungsverbot normiert. Damit wurde die Übertragung von Aufgaben durch den Bund an die Kommunen unterbunden. Stattdessen sind nun die Länder Adressaten dieser Aufgabenzuweisungen. Gleichzeitig, und dies ist ein überaus wichtiger und in der Praxis problematischer Punkt, müssen sie den Kommunen eine für diese Aufgaben adäquate Finanzausstattung zukommen lassen. Die Mitsprachemöglichkeit, die Länder wohlgemerkt, müssen den Kommunen eine adäquate Finanzausstattung mitliefern, zur Klarstellung. Die Mitsprachemöglichkeit und das Übertragungsverbot sind deutliche Signale. Der Bund schöpft damit die verfassungsrechtlichen Möglichkeiten im Sinne der kommunalen Ebene vollständig aus.
und er macht das, was ihm rechtlich möglich ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Bund agiert aber auch in der Praxis überaus kommunalfreundlich. Hier nur einige wenige Beispiele, was die Kommunen erhielten und erhalten. Für die Grundsicherung im Zeitraum 2012 bis 2017 etwa 30 Milliarden Euro. Zusätzlich für die Kosten der Unterkunft von 2011 bis 2017 nochmals etwa 5,4 Milliarden Euro. Für Investitions- und Betriebskosten bei der Kinderbetreuung bis 2013 4 Milliarden Euro und ab diesem Jahr 845 Millionen Euro per anno. Hinzu kommen weitere finanzielle Leistungen in Milliardenhöhe. Dazu zählt die finanzielle Entlastung der Kommunen von 2015 bis 2017 um jährlich 1 Milliarde Euro, sowie weitere Entlastungen über die Eingliederungshilfe, und hier reden wir über 5 Milliarden Euro. Des Weiteren der weitere Ausbau der Kinderbetreuung und Entlastungen für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern. Wie gesagt, nur einige wenige Beispiele. Diese Unterstützung des Bundes für die Kommunen kommt nicht von ungefähr. Viele Bundestagskollegen kommen aus der Kommunalpolitik, und vielfach sind sie auch noch zusätzlich zu ihrer Tätigkeit hier im Parlament auch auf kommunaler Ebene tätig. Für mich selbst gilt dies auch, und ich kann Ihnen sagen, Frau Kollegin Kastner, dass der AG Kommunalpolitik der CDU-CSU-Bundestagsfraktion beispielsweise 179 Abgeordnete und damit 57% der Fraktionsmitglieder angehören. Das heißt, wir gehen da mit sehr gutem Beispiel voran. Ich animiere Sie, es uns gleich zu tun. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Verwurzelung in der Kommunalpolitik ist die beste Gewähr für die Berücksichtigung der kommunalen Belange. Da kann keine gesetzliche Vorschrift mithalten. Und ich darf daher zusammenfassen: Ihr Vorschlag ist verfassungsrechtlich bedenklich. Es bestehen derzeit schon genügend Regelungen, die eine Mitwirkung der Kommunen gewährleisten. Und vor allem, das ist für die Kommunen der wichtigste Punkt, der Bund hilft den Kommunen darüber hinaus bei der Finanzierung ihrer Aufgaben und tut dabei erheblich mehr, als er eigentlich tun müsste. Und darum wird es Sie nicht verwundern, wenn wir auch in diesem Jahr und in dieser Legislaturperiode Ihren Antrag ablehnen werden. Tim Ostermann für die CDU-CSU-Fraktion war das. Nach ihm jetzt Katja Keul, rechtspolitische Sprecherin der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Die Kollegin Katja Keul, das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Antrag der Linken greift erneut ein zentrales Problem auf, über das wir nicht erst seit der Föderalismusreform 2006 intensiv diskutieren und das auch bis heute nicht befriedigend gelöst ist. Herr Ostermann, Sie haben da gerade selber deutlich gemacht, warum das Aufgabenübertragungsverbot im Grundgesetz nicht reicht. Wenn der Bund es nicht auf die Kommunen übertragen kann, aber der Bund auf die Länder, und dann können die Länder es auf die Kommunen übertragen, aber ohne an der Einnahmenseite schrauben zu können, dann hilft uns das Ganze natürlich nicht weiter. Bund und Länder können Steuerrechts- oder Sozialrechtsänderungen beschließen, ohne dass hinreichende Informationen über die finanziellen Auswirkungen auf die Kommunen vorliegen. Gerade im Bereich der sozialen Pflichtaufgaben hat dies zu einer erheblichen Belastung geführt, die vor allem Kommunen in strukturschwachen Regionen immer mehr ins Abseits befördern. Gesetzesinitiativen wie das berühmte Wachstumsbeschleunigungsgesetz inklusive der berühmten Mövenpick-Steuer senken die kommunalen Steuereinnahmen jährlich um 1,3 Milliarden Euro und schwächen die finanzielle Basis der Kommunen nachhaltig. Aber ohne eine entsprechende finanzielle Grundlage wird das Selbstverwaltungsrecht der Kommunen aus Artikel 28 Absatz 2 Grundgesetz zunehmend ausgehöhlt. Es ist deshalb wichtig und richtig, sich dafür einzusetzen, die Kommunen stärker in die Gesetzgebung von Bund und Ländern einzubeziehen. Wir Grüne haben uns im Rahmen der Gemeindefinanzreform für verbriefte Anhörungsrechte der Kommunen stark gemacht, mussten allerdings feststellen, dass sowohl die Bundesregierung als auch die Länder im Rahmen der Gemeindefinanzreform keine Bereitschaft gezeigt haben, sich für die entsprechenden Initiativen stark zu machen. Am Ende ist leider nur die Änderung der Geschäftsordnung des Bundestages umgesetzt worden. Aber die Gelegenheit zur Stellungnahme im Ausschussverfahren reicht nicht. Die kommunalen Spitzenverbände werden auf diesem Wege wie jeder beliebige andere Verband auch behandelt. Hier wären dringend weitere Verbesserungen erforderlich. Im Antrag der Linken bleibt allerdings offen, was sie konkret mit dem verbindlichen Mitwirkungsrecht meint. Sollen nur die Anhörungsrechte verbessert werden oder soll den Kommunen ein einklagbares Mitwirkungsrecht eingeräumt werden? Neben verbesserten Anhörungsrechten kommt es aus unserer Sicht besonders auf eins an. Wir brauchen eine verbesserte Gesetzesfolgenabschätzung, die auch den Erfüllungsaufwand von Gesetzen für die Kommunen frühzeitig ermittelt
damit sie auch berücksichtigt werden können. Bei der Erstellung von Gesetzen, die die Kommunen betreffen, muss ein Kommunencheck obligatorisch sein. Dafür müssen die Länder als übergeordnete Instanz ins Boot geholt werden. Sowohl für die verbesserten Anhörungsrechte als auch den notwendigen Kommunencheck in der Gesetzesfolgenabschätzung müssen Bund, Ländern und Kommunen gemeinsam eine Lösung finden. Ein konkreter Punkt, den DIE LINKE fordert, ist die Einsetzung eines selbstständigen Ausschusses für Kommunen anstelle des bisherigen Unterausschusses, der nur ein Anhängsel des Innenausschusses ist. Die Kritik der Linken an der Stelle ist richtig. Die Lösung ist aber nicht ein neuer Ausschuss mit Querschnittsaufgaben, sondern aus unserer Sicht die richtige thematische Zuordnung des Unterausschusses. Wir finden, dass der Unterausschuss dem Finanzausschuss zugeordnet werden muss. Letztlich teilen wir also das Anliegen, die Rechte der Kommune zu verbessern. Nach den Debatten und Änderungen in der letzten Legislaturperiode hätten wir es jetzt aber schon gerne etwas konkreter als nur verbindliche Mitwirkungsrechte. Vielleicht kann es ja noch gelingen, gemeinsame Verfahrensvorschläge zu entwickeln. Vielen Dank. Katja Koll war das, Bündnis 90 Die Grünen. Nächster Redner ist jetzt Mahmut Özdemir für die SPD-Fraktion. Hat der Kollege Özdemir das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist zunächst ein gutes Signal dieser Wahlperiode, dass im Plenum des Deutschen Bundestages so oft über unsere 11.200 Städte und Gemeinden und die 295 Landkreise gesprochen wird. Ich betone aber im Hinblick auf den Besuch von 52 Oberbürgermeistern und Stadtkämmerern anlässlich des Aktionsbündnisses für die Würde unserer Städte diese Woche, dass nicht nur über die Kommunen gesprochen wird, sondern vor allem mit den kommunalen Vertretern. Damit ermuntern wir die Kommunen, zielgerichtete Gespräche für eine bessere Finanzausstattung mit uns als Bundestagsabgeordneten, aber auch in den zuständigen Landtagen zu führen. Vorweg schicken möchte ich aber auch, und hier rede ich ganz im Sinne des Antrages, dass es viele Gesetzgebungsbereiche gibt, die unsere Kommunen treffen, deren Auswirkungen teilweise selbst die Fachpolitiker nicht erkennen, bevor sie nicht tatsächlich eintreten. Ich verweise beispielsweise auf die Gesetzgebungsprozesse bei der Energiewende oder beim Vergaberecht, die mitunter stark europarechtlich geprägt sind und die Kommunen vor allem personell, aber auch wegen der Komplexität von Landes- und Bundesbestimmungen treffen. Der Antrag greift also ein durchaus diskussionswürdiges Thema auf, nämlich die verbindliche Mitwirkung der Kommunen auf Bundesebene im weitesten Sinne. Um sich dann aber sogleich zwischen der Rüge über unzureichende gesetzliche Mittel und der Kritik am Grundgesetz zu verlieren. Letztere Kritik, dazu komme ich später, wäre nämlich in der Konsequenz nur durch eine entsprechende Verfassungsänderung möglich. Bereits jetzt haben wir freiwillige ständige Vertretungen der Kommunen mit dem Deutschen Städtetag, dem Deutschen Städte- und Gemeindebund und dem Deutschen Landkreistag. Diese werden durch eine notwendige Anzahl von Aktionsbündnissen ergänzt. Die kommunalen Spitzenverbände haben bereits jetzt gemäß § 69 Absatz 4 Geschäftsordnung des Bundestages im Rahmen einer Ist-Vorschrift die Gelegenheit zur Stellungnahme, wenn Aufgaben ganz oder teilweise von Kommunen auszuführen oder zu finanzieren sind, beziehungsweise in die grundgesetzlich garantierte Organisationshoheit eingreifen. Dasselbe gilt im Übrigen auch für Anhörungen. Diese Regelung einfach als unzureichend zu verwerfen, zeigt ein unbegreifliches Politik- und Selbstverständnis. Freilich kann man nach Verbesserungen und Veränderungen streben, wenn es um kommunale Mitwirkungen auf Bundesebene geht. Dann darf man sich aber auch den bestehenden Möglichkeiten zunächst nicht verschließen. Das wäre so, als wenn ein Fußballer das Abseits für eine unzureichende Regelung hält und deshalb nicht mehr mitspielen möchte. Mit der inhaltsleeren Forderung nur nach Formalia ist uns an der Stelle auch nicht geholfen. Was also sind unsere Spielräume? Nämlich die bestehende Geschäftsordnungsregelung, die es uns nicht nur ermöglicht, sondern uns gar verpflichtet, bei jeder kommunalpolitisch relevanten Gesetzesberatung durch den federführenden Ausschuss die Spitzenverbände zu beteiligen. Aus dieser Befugnis heraus können wir über Fraktionen hinweg schon jetzt etwas bewegen. Und für mich persönlich als überzeugtes Mitglied im Unterausschuss Kommunales des Deutschen Bundestages hat dieser Antrag in dieser Hinsicht, auch wenn wir ihn wegen seiner in erster Linie verfassungsrechtlichen Bedenken ablehnen werden, durchaus einen großen Mehrwert erbracht. Genug des Lobes. Daher werde ich Ihnen, liebe Kolleginnen von DIE LINKE, es auch nicht ersparen können, wiederholt darauf hinzuweisen, was ohne eine wie auch immer geartete kommunale Mitwirkungsgesetzlichkeit, geschweige denn Bemühungen der Geschäftsordnung bereits, nicht immer einvernehmlich, für die Kommunen bereits bundesseitig von dieser Regierungskoalition getan worden ist.
die Eingliederungshilfe für Arbeitssuchende mit 1,4 Milliarden Euro etatisiert und geflossen, die Grundsicherung im Alter mit vollständiger Übernahme der Kosten im Haushaltsjahr mit vollen dynamisierten 5,9 Milliarden Euro veranschlagt. Knapp eine Milliarde stellen wir als Bund den Ländern für Schulsozialarbeit und Kitas zur Verfügung. Der Etat für das Programm Soziale Stadt wurde mit 150 Millionen Euro auf das ursprüngliche Niveau angehoben und verstetigt. Städte, die vom Zuzug aus Südeuropa stark betroffen sind, wurden mit knapp 100 Millionen Euro für dringend notwendige ordnungspolitische Maßnahmen bedacht. Für die besonderen Herausforderungen rund um die Flüchtlingspolitik, und ich weiß als Duisburger, worüber ich rede, können wir die 1 Milliarde Euro in 2015 und 2016 gut gebrauchen. Und bei der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung bin ich mir auch sicher, dass wir mit dem notwendigen parlamentarischen Druck hier auch zügig ein Gesetz auf den Tisch legen werden, um die im Koalitionsvertrag anvisierten 5 Milliarden Euro an die Kommunen durchzureichen. Und bei diesen Entlastungen darf noch lange nicht Schluss sein. Das füge ich hinzu. Übrigens darf es auch nicht nur um parlamentarische Beteiligung gehen. So zeigt sich überdeutlich, dass die zuvor genannten kommunalen Spitzenverbände auch vom BMAS bereits von Beginn an beim Bundesteilhabegesetz beteiligt worden sind. Und dies noch bevor der erste Buchstabe eines Gesetzes in den Referentenentwurf gekommen ist. Jetzt könnte man diese Millionen und Milliarden addieren und feststellen, dass bis auf die letzte Maßnahme all dies innerhalb von etwas mehr als einem Jahr beschlossen worden ist und sich aktuell in Umsetzung befindet. Genauso gut könnte man aber auch feststellen, dass bei all diesen Verfahren eine kommunale Mitwirkung auf Augenhöhe bestanden hat. Im Ergebnis nicht immer zur vollen Zufriedenheit der Kommunen, das gebe ich gerne zu, wohl aber als gangbarer Mittelweg, den wir gemeinsam weiter beschreiten können. Gerade deshalb stünde es bei unseren Beratungen gut zu Gesicht, bestehende Instrumente auszureizen. Nicht immer garantieren mehr Vorschriften auch eine bessere Qualität. Auch die beste Verfahrensvorschrift, die Beteiligungsrechte sichern soll, garantiert nicht, dass diese auch in den Ausschussberatungen wirksam zum Tragen kommt. Ich bin der Meinung, dass die Regelungen, die uns in der Geschäftsordnung des Bundestages zur Verfügung stehen, genügen. Fakt ist jedoch über alle Fraktionen hinweg, dass wir stärkeren Gebrauch hiervon machen könnten und sogar müssten. Damit möchte ich zum Ausdruck bringen, dass wir überhaupt kein Problem damit hätten, mehr kommunale Mitwirkungsrechte bei Beratungen des Deutschen Bundestages zu beschließen. Immerhin waren es die Abgeordneten der SPD-Bundestagsfraktion, die eine fraktionsübergreifende Initiative zu der heutigen Formulierung von § 69 und 70 der Geschäftsordnung ergriffen hatten. Gleichzeitig rufe ich hinzu, statt uns ewig in Formalien übertreffen zu wollen, wer der bessere Anwalt der Kommunen sei, sollten wir als Abgeordnete in unseren jeweiligen Ressorts bei jeder Berichterstattung in der gesetzgeberischen Praxis diese Aufgabe, nämlich Anwalt der Kommunen zu sein, zu eigen machen. Deshalb macht dieser Antrag durch eine Wiederkehr von der 17. Wahlperiode zur aktuellen Wahlperiode schlichtweg keinen Sinn. Das möchte ich Ihnen aber auch aus verfassungsrechtlichen Gründen gerne erläutern. Hier gibt es zwei Ebenen, die im Antrag betroffen sein könnten. Einerseits die verfahrensrechtliche Ebene im Bundestagsbetrieb und andererseits die verfassungsrechtliche Verortung der Kommunen im Staatsorganisationsrecht. Vermengt man aufgrund von politischen Zielvorstellungen beide Ebenen und fordert eine Art Kommunalmitwirkungsgesetz, so hilft man dem Fundament unserer bundesstaatlichen Verwaltung überhaupt nicht weiter. Die Forderung nach einem Kommunalmitwirkungsgesetz wäre systematisch korrekt, dahingehend die Weiterentwicklung im Rahmen der Geschäftsordnung des Bundestages. Eine materiell gesetzliche Initiative im Hinblick auf ein von Ihnen gefordertes Gesetz würde zugleich den 7. Abschnitt des Grundgesetzes und mithin die Gesetzgebung zwischen Bund, Ländern und die Rolle der Kommunen an sich betreffen, käme daher eine Grundgesetzänderung gleich. Die Kommunen besitzen aufgrund des zweigliedrigen Bundesstaatssystems zwar verfassungsrechtlich garantierte Hoheiten, aber eben keine Gesetzgebungshoheit. Damit würde der Antrag implizit einen Drei-Ebenen-Föderalismus fordern. Das heißt, der Bund, 16 Länder und die Vertretung von tausenden Gemeinden und hunderten Landkreisen müssten demnächst eine Einigung finden. Das ging uns in der 17. Wahlperiode zu weit und das geht uns auch heute noch zu weit. Die Kommunen sind gemäß Artikel 28 Gliederung der Länder und dies wollen wir auch beibehalten. Deshalb muss der Bund, aber es müssen auch die Länder, bevor Gesetze zur Ausführung übertragen werden, die Belastbarkeit der Kommunen überprüfen. Das Ministerium für Inneres und Kommunales in Nordrhein-Westfalen hat hierzu auf eine kleine Anfrage eine sehr dezidierte Übersicht aller kommunal erbrachten Aufgaben vorgelegt, wo deutlich wird, dass nahezu alle bundes- und landesgesetzlichen Aufgaben durch Kostenübernahme und/oder Gebühren aufgefangen werden. Jedoch
Jedoch besteht in den Sozialhaushalten aufgrund der dynamisch wachsenden Kosten erheblicher Regelungsbedarf. Dieser Regelungsbedarf, unter anderem punktuell, darf man hingegen nicht als großes Systemproblem hinstellen und dabei die kleinen Hausaufgaben vergessen. Und zusätzliche Gelder, wie in Form eines nationalen Investitionspaktes für Kommunen in zweistelliger Milliardenhöhe, wie Vizekanzler Gabriel ihn vorschlägt, werden weder durch solche Anträge noch durch irgendwelche Mitwirkungsrechte erschaffen. Denn unterm Strich braucht man politische Mehrheiten in diesem Haus, um solche hohen Beträge für unsere Kommunen bewegen zu können. Und ich sage, es lohnt sich. Es lohnt sich, sich dafür einzusetzen und nicht immer auf Landesregierungen zu schimpfen, bei denen das Geld angeblich für Haushaltssanierung verwendet wird. Diejenigen, die gemeint sind, mögen sich jetzt bitte höflichst angesprochen fühlen. Diese bestehenden Regelungen in Verbindung mit dem Unterausschuss Kommunales sind daher ausreichend. Diesen zur Wirksamkeit zu verhelfen, ist eine parlamentarische Pflicht. Im Unterausschuss Kommunales, der beim Innenausschuss angesiedelt ist, ist es im Übrigen Praxis, dass die kommunalen Spitzenverbände auch stets von der Vorsitzenden eingeladen werden. Die Forderung nach einem eigenständigen Kommunalausschuss auf Bundesebene klingt für mich persönlich sehr sympathisch, aber manchmal muss man mit dem leben, was einem zur Verfügung steht. Zusammenfassend: Alle Abgeordneten haben eine Verantwortung für das gesamte Bundesgebiet, aber auch für den eigenen Wahlkreis im Einzelnen. Wenn wir diese Verantwortung als Bundestag gemeinsam nachkommen, so werden wir sicherlich unabhängig davon, welcher Fraktion sie auch kommen, über solche Anträge demnächst nur noch müde lächeln, weil wir materiell in der Sache gemeinsam bessere Arbeit leisten, als es uns manche formale Geschäftsordnung gestatten würde. Hinsichtlich des Antrages möchte ich mit einem Zitat von Bertolt Brecht schließen. Ja, mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht und mach noch einen zweiten Plan. Gehen tun Sie beide nicht. Aus den dargelegten verfassungsrechtlichen und politischen Gründen und nicht aus mangelnder grundsätzlicher Sympathie werden wir den Antrag ablehnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ein herzliches Glück auf. Die Rede von Mahmut Özdemir für die SPD-Fraktion. Nächster Redner in dieser Debatte zum Thema Mitspracherecht der Kommunen bei der Gesetzgebung ist jetzt Helmut Brandt für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe sehr verehrten Damen und Herren Zuschauerinnen und Zuschauer. Angesichts Ihrer zentralen Bedeutung gibt es durchaus gute Gründe, Frau Kastner, sich mit der Lage der Kommunen auseinanderzusetzen, heute und auch künftig. Insofern stimme ich auch mit Ihnen durchaus überein. Die Kommunen sind tatsächlich in keiner ganz einfachen Lage. Immer wieder werden ihnen durch Entscheidungen von Bund, aber auch eben von den Ländern Aufgaben aufgebürdet, insbesondere im Bereich der Sozial- und Daseinsvorsorge, aber natürlich auch in Fragen kommunaler Steuereinnahmen. Und ich verstehe, dass bestimmt mancher Kommunalpolitiker sich gelegentlich mehr Einflussmöglichkeiten auf Entscheidungen von Bund und Ländern wünscht. Das war auch während meiner Zeit als Kommunalpolitiker nicht anders. Wir haben aber in den letzten Jahren, das ist hier mehrfach gesagt worden, finanziell sehr viel für die Kommunen getan und deutlich gemacht, dass eine Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände an politischen Entscheidungen, die die Kommunen betreffen, notwendig, aber eben auch gewollt ist. So haben wir im Zuge der Föderalismusreform die Forderung der kommunalen Spitzenverbände, dass es künftig keine Bundesaufgabe mehr gibt, die den Kommunen direkt übertragen wird, eins zu eins umgesetzt. Der Weg neuer Aufgabenübertragung auf Städte und Gemeinde führt seitdem nur über die Länder. Und es wäre schön, wenn bei der Debatte die Länder stärker hier vertreten wären. Aufgrund der in den jeweiligen Landesverfassungen verankerten Konnexitätsregelungen ist die Aufgabenübertragung auf die Kommunen ohne eine entsprechende Finanzierung seitdem dem Grunde nach ausgeschlossen. Wir haben die Vorschläge der Gemeindefinanzkommission, der selbstverständlich auch Vertreter der kommunalen Spitzenverbände angehörten, umgesetzt. Auch diese Vorschriften wurden eben bereits mit § 69 Absatz 5 Satz 1 der Geschäftsordnung des Bundestages wurde von einer Soll- in eine Ist-Vorschrift umgewandelt, mit der Folge, dass den kommunalen Spitzenverbänden ein Recht zusteht, seitdem durch den federführenden Ausschuss Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Dann immer, wenn wesentliche Belange der Kommunen berührt werden. Das wird auch gehandhabt. Der Kollege hat eben ein gutes Beispiel auch dafür schon im vorbereitenden Verfahren, im Gesetzgebungsverfahren aufgezeichnet.
Daneben wurde in § 70 Absatz 4 der Geschäftsordnung geregelt, dass den kommunalen Spitzenverbänden Gelegenheit zur Teilnahme an einer öffentlichen Anhörung zu entsprechenden Gesetzentwürfen zu geben ist. Damit weiß jeder, dass dadurch auch die Einbindung der kommunalen Ebene in unsere Entscheidungen hier auf Bundesebene gewährleistet ist. Und deshalb, was soll also, verehrte Kolleginnen und Kollegen der Fraktion Die Linke, eigentlich noch mehr an Verbindlichkeit hergestellt werden? Ich habe auch aus Ihrer Rede, Frau Kastner, oft gesagt, nicht genau verstanden, wohin Ihr Antrag zielt, lediglich auf die Einführung oder Schaffung eines selbstständigen Ausschusses oder eben auf darüber hinausgehende Modelle. Das ist weder in Ihrer Antragsschrift noch in Ihren Ausführungen klar geworden. Und deshalb vermisse ich auch konkrete Vorstellungen Ihrerseits, was eigentlich geändert werden soll. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, und das müssen Sie auch, das hat der Kollege Etzemir zu Recht sehr schön ausgeführt, dass die Kommunen gemäß unserer Verfassung nun einmal keine eigenständige staatliche Ebene darstellen, sondern nach der Wertung des Grundgesetzes haben wir eben einen zweigliedrigen Bundesstaat. Und ich denke, dass das auch gut ist, und zwar aus folgendem Grund. Wir haben auf der einen Seite, das ist auch erwähnt worden, den Unterausschuss Kommunales, also durchaus einen Ausschuss, der sich mit diesen kommunalen Belangen beschäftigt. Und bisher ist noch kein einziger Antrag, den Ausschuss anzurufen, abgelehnt worden, Herr Kollege, wenn Sie sich das im Innenausschuss mal bestätigen lassen. Andererseits belegt die Einrichtung dieses Unterausschusses eben auch, dass wir, das ist wirklich so, uns im Innenausschuss jedes Mal schon sehr dafür einsetzen, dass bei kommunaler Betroffenheit die kommunale Ebene eben auch in das Entscheidungsverfahren mit einbezogen wird. Aber quasi eine dritte Kammer, also neben Bundestag, Bundesrat, auch noch eine dritte Ebene, eine dritte Kammer einzuführen, die ist, und da muss ich dem Kollegen Özdemir durchaus uneingeschränkt Recht geben, er hat das sehr gut dargestellt, wäre bei unserem Gesetzgebungsverfahren das aus im Grunde genommen. Denn wie kann man sich vorstellen, dass neben dem ohnehin komplexen Verfahren Bundestag, Bundesrat unter Berücksichtigung auch noch von EU-Einflüssen dann die Kommunen mit über 11.000 Städten, Gemeinden und Kreistagen und Kreisräten, wie soll das dann funktionieren? Wir kriegten kein Gesetz mehr auf die Reihe. Das wäre die Konsequenz, und deshalb lehnen wir das auch ab. Liebe Kolleginnen und Kollegen, niemand hier bestreitet, dass die finanzielle Situation der Kommunen immer noch, jedenfalls in bestimmten Bereichen und Landesteilen besonders schwierig ist. Eine ausreichende und zuverlässige Finanzausstattung ist die entscheidende Voraussetzung für eine funktionierende kommunale Selbstverwaltung. Dies sicherzustellen ist unser, das Anliegen von CDU/CSU in den vergangenen Jahren gewesen und wird es auch in Zukunft sein. Ich bedauere deshalb sehr, und das hat gerade diese Woche die Versammlung der Oberbürgermeister gezeigt, die, so wie ich das beurteilen konnte, überwiegend jedenfalls aus Nordrhein-Westfalen kamen, dass die Mittel, die wir hier von der Bundesebene zu den Kommunen leiten wollen, leider nie zu 100 oder jedenfalls oft nicht zu 100% bei den Kommunen tatsächlich auch ankommen. Und das ist eine Sache, mit denen müsste sich vor Ort die Landtage, aber eben auch die Städte und Gemeinden doch einmal etwas intensiver beschaffen. Letzte Bemerkung von mir. Wir kennen die Spitzenverbände der kreisfreien Kommunen, der Kommunen und der Kreise. Und wir wissen, dass selbst da ja oft auch sehr unterschiedliche Auffassungen bei Gesetzesvorhaben bestehen. All dies zeigt, wie schwierig eine solche Materie und die Umsetzung ihres Vorhabens ist. Deshalb lehnen wir Ihren Antrag ab. Helmut Brandt war das für die CDU-CSU-Fraktion. Und auch der nächste und letzte Redner in dieser Debatte gehört der CDU-CSU an, Volker Ulrich. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Vom ehemaligen Bundespräsidenten Theodor Heuss stammt der Satz, ohne Städte ist kein Staat zu machen. Dieser Satz umschreibt nicht nur sehr plastisch
die Garantie der kommunalen Selbstverwaltung in unserem Grundgesetz, sondern auch die Verpflichtung aller staatlichen Ebenen bei ihren Gesetzgebungsvorhaben und bei der Frage der politischen Beurteilung vor allem die Ebene im Blick zu haben, bei der unsere gesetzgeberischen Maßnahmen ankommen und sie auch konkret vollzogen werden müssen. Das ist gar keine Frage. Und die Union ist eine Partei, die in den vergangenen Jahrzehnten die Frage der kommunalen Selbstverwaltung und die Wesensgehaltsgarantie dieser Vorschrift zu ihrem Markenkern gemacht hat. Trotzdem sei angemerkt, dass es bei der Frage einer möglichen Mitwirkung der Kommunen auf Bundesebene auch um die Frage unseres Grundgesetzes und der verfassungsgemäßen Ordnung geht. Und es sei angemahnt, dass wir eine gewisse Sorgsamkeit auch gegenüber dem Gesetzgebungsprozess haben. Der Gesetzgebungsprozess in Deutschland ist sehr wohl austariert zwischen dem Bund und den Ländern, mit klaren Mitwirkungsrechten dort, wo die Länder tangiert sind, und der Möglichkeit des Einspruches dort, wo der Bund zumindest die Kompetenz ausschließlich hat. Und ich warne davor, dass wir dieses im Grunde genommen konsensuale und gut funktionierende System ohne Not aufbrechen und die Kommunen in den Gesetzgebungsprozess einbeziehen, ohne aber konkret zu sagen, wie. Wie soll es denn funktionieren? Wie sollen sich die Kommunen im Rahmen des Gesetzgebungsprozesses intern einigen, wenn Hunderte von Landkreisen, kreisfreien Städte und Bezirke sich auf eine Meinung äußern müssen? Deswegen ist der viel bessere Ansatz, dass die Kommunen bei der Gesetzgebung auf Landesebene beteiligt werden. Und dort sind in einigen Bundesländern auch die entsprechenden Vorschriften so weit fortgeschritten, dass tatsächlich ohne Kommunen dort kein Staat zu machen ist. Und der weitere entscheidende Punkt ist auch derjenige nach der finanziellen Ausstattung der Kommunen. Das erscheint mir in der Tat für die Funktionsfähigkeit der Städte und Gemeinden der entscheidende Punkt zu sein. Und dort sind all diejenigen Länder angesprochen, etwas mehr für die Kommunen zu leisten, wo das noch nicht der Fall ist, wo beispielsweise im Bereich der Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge nicht spitz abgerechnet wird, sondern die Kommunen nur Pauschalanteile bekommen und damit auf den Teil ihrer Kosten sitzen bleiben. Der Bund, meine Damen und Herren, hat in den letzten Jahren die Hausaufgaben in diesem Bereich gemacht. Mit den Entlastungen bei den Fragen der Grundsicherung, der Betriebskosten für die Kinderbetreuung, aber auch im Bereich der Wiedereingliederungshilfe ist so viel für die Kommunen getan worden, dass insgesamt die Kommunen zufrieden sein können. Meine Damen und Herren, es gibt aber auch einen Bereich, den Sie abschließend gar nicht rechtlich regeln können. Bei der Frage von gesetzgeberischen Wertentscheidungen geht es auch um die Frage von Respekt und Verständnis. Und wir sind alle aufgerufen, im Bereich unserer Gesetzgebung Respekt und Verständnis, aber auch eine Art von sich hineinversetzen für die Aufgaben der Kommunen zu haben, dass wir uns immer hinterfragen, wie kommt diese Norm auf kommunaler Ebene an. Und deswegen ist es nicht nur gut, dass viele Kollegen, die hier im Bundestag ankommen, aus der kommunalen Schule stammen, sondern es ist auch richtig und zielführend, wenn sich wie in der Union über die Hälfte der Abgeordneten ganz konkret zu kommunalpolitischen Zielen bekennen. Respekt und Verständnis für die Aufgaben der Kommunen lassen sich nicht allein durch rechtliche Regelungen verordnen, sondern es ist etwas, was man im Sinne eines funktionierenden Gemeinwesens auch im Herzen haben muss. Und deswegen heißt auch unser Leitspruch: Suchet der Stadt Bestes. Vielen Dank. Die Rede von Volker Ulrich war das für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, meine Damen und Herren, soweit also diese Debatte, die beruhte auf einem Antrag der Fraktion Die Linke zum Thema Mitwirkungsrecht für Kommunen bei der Gesetzgebung.